So Leute, da sind wir beim nächsten Video und in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele Collectables aufgemacht. Dieses Mal mache ich ein Draft Pack auf. Was ein Draft Pack ist, habt ihr euch gefragt? Ich mich auch. Der liebe Liplab1, ihr könnt unten in den Videobeschreibungen mal nachgucken gehen, hat mir das zugeschickt, dass ich das öffnen kann für euch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Bitte schaut, wie gesagt, bei dem mal auf dem Kanal vorbei, beziehungsweise auf dem Cardmarket-Account vorbei, beziehungsweise auf dem Instagram vorbei und lasst da mal ein bisschen Liebe da. Der Mann hat es wirklich verdient. Ist ein großartiger Mensch, großartiger, cooler Mensch, mit dem ich mich sehr gut verstehe und der will jetzt nicht sagen, der mir sehr viel Freude bereitet, weil das klingt dann wieder falsch, aber durch den ich in letzter Zeit sehr, sehr viel euren Content überhaupt produzieren konnte, weil für mich das halt echt ein bisschen schwieriger war. Und er hat mir nicht nur Collector Booster, beziehungsweise Displayweise Collector Booster zugeschickt, sondern auch ein Modern Horizons 2 Draft Pack. Draft Packs, mega, mega cool, gibt es zum Beispiel auf der Games, hier im GameStop oder so. Ich weiß nicht, wo das hier ist. Oder ob man das im Großhandel kaufen kann, ich habe keine Ahnung. Draft Packs bedeutet, hier sind drei Draft Booster drin. Von Born Your Horizons, also Modern Horizons 2. Einem der besten Sets und tatsächlich das Set, wo ich sage, Draft Booster sind besser als Set Booster. Was auch cool ist, ist, wenn ihr mich unterstützen würdet. Indem ihr zum Beispiel das Video gut bewertet oder mich abonniert. Es gucken immer noch, glaube ich, 50% der Leute, die mich gucken ohne Abo, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Aber gut, so ist das halt. Man kann es nicht jedem recht machen. Ich fände es cool, wenn die Leute das Abo dalassen würden. Wenn ihr darüber hinaus mich noch finanziell unterstützen wollt, ich habe Patreon. Patreon hat mir immens geholfen, beziehungsweise wird mir immens helfen, meinen Verlust, den ich erlitten habe, wo ich ausgeraubt wurde, wiederherzustellen, da die Versicherung nicht in der Lage ist, anscheinend mir das ganze Zeug zu bezahlen. Dementsprechend wird das ein bisschen härter für mich in nächster Zeit. Deswegen freue ich mich, dass ich diese Videos, 6 Videos vorbereiten konnte und jetzt halt praktisch bis Ende des Jahres diese Videos fast Ende des Jahres. Keine Sorge, es ist nicht bis Ende des Jahres, aber bis fast Ende des Jahres diese Videos für euch produzieren konnte. Und das hat mir sehr viel geholfen, das mich aufzubauen und nicht aufzugeben. Gerade Patreon hat mir noch ein bisschen Anstub gegeben und gesagt, okay, ich kann es die Leute nicht hängen bleiben. Deshalb, wenn ihr euch das irgendwie finanziell vorstellen könnt, könnt ihr da mal reinschauen. Ich danke auf jeden Fall jedem Patreon, der mich unterstützt, jeder Person, die mich unterstützt, jeder Follower und so weiter und so fort. Den Patreons, wie gesagt, etwas gesonderter, weil finanzielle Unterstützung. Ansonsten gerne Daumen nach oben da lassen. Mir folgen. Ich habe Instagram, ich habe Twitter. Entschuldigung, ich habe X. Facebook, alles Mögliche. Also, wenn es irgendwas gibt, was ich nicht habe, fragt mich an, dann mache ich das. Wenn ihr mir da folgen wollt, ist das voll okay für mich. Und ja, da gucken wir dann jetzt endlich mal in dieses Pack. Nach 3 Minuten. Es tut mir ein bisschen leid, es ist aktuell mal wieder ein bisschen viel Vorlauf vor den Videos, ein bisschen viel Geschwafel über alles, aber das muss sein, weil, ja, ich möchte so vielen Leuten danken, ich möchte, dass alle das verstehen, was hier gerade passiert bei mir. Okay, es sind tatsächlich einfach nur 3 Draft-Booster drin und sonst nichts. Als ich das erste Mal gesehen habe, diese Draft-Packs, war ich sehr verwirrt. Weil das würde heißen, jeder bringt so ein Draft-Pack mit, schmeißt 3 Booster in die Mitte und dann draftet man. Finde ich einen weirden Ansatz. Beim Jumpstart kann ich es verstehen. Es gibt auch so Jumpstart-Packs, wo so 2 Booster drin sind. Da kann ich das verstehen. So, wir haben 3 Booster, das bedeutet, wir gehen die ganz genüsslich durch und gehen auch wirklich die Karten einzeln durch. Wir haben Cicerus Charger, 3 Mana, 3-2 mit Escape. 5 Mana können wir 5 andere Karten aus dem Friedhof exilen, die aus dem Friedhof casten. Und wenn der Escape wurde, kriegen wir eine +1/+1 Marke oder eine Fliegen-Counter drauf. Escape ist für mich so eine Fähigkeit, die ist einfach noch unwirklich, dass es die wirklich gibt, weil die so broken ist. Dusk Shell Crawler, 2 Mana, 0-3, wenn ein Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke Trampel. Bone Shards, gespielt in Legacy. 1 schwarzes Mana werfen wir entweder eine Handkarte ab oder Opfer eine Kreatur und wir zerstören eine Kreatur oder Planeswalker. Sehr, sehr cool mit Madness, by the way. Breathless Knight. Kein Wunder, dass der Breathless ist, der hat keinen Kopf. 3 Mana, 2-2, fliegend Lifelink. Wenn der oder ein anderer Kreatur ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur bis zum Ende des Zuges
Mit plus 1-1 Marke? Ne, wenn eine Kreatur aus dem Friedhof reingekommen ist. Spannend. Lose Focus, 2 Mana, Counter-Target Spell, wenn der Beherrscher nicht 2 Mana bezahlt, mit Replicate für 1 blaues Mana. Arcbound Musa, 1 Mana, 0-0, Lifelink, Modular 1. Das heißt, der kommt in eine Marke rein, die kann man verteilen. Terminal Agony, deswegen sagte ich schon, mit Madness ist die sehr cool, weil wir haben auch Madness hier drin. Für Rot und Schwarzes können wir das mit Madness-Kosten bezahlen, wenn wir die Karten aus der Hand abspielen. Und dann zerstören wir eine Kreatur. Oder wenn wir können sie halt für die normalen Kosten spielen, wenn wir sie nicht abwerfen. Darkmoor Bridge, ein Artefaktland, was getappt ins Spiel kommt, grünes oder schwarzes gibt und zerstörbar ist. Draykeeper, Squirrel wollte ich schon sagen, ist aber ein Elf-Druid. 5 Mana, 2-2, kommt auch mit Squirrels rein und man kann Squirrels plus 1 bis 0 und Menace geben. Dann haben wir eine Old Border Karte. Vile Entomber. 4 Mana, 2-2 Death Touch. Wenn ein Spielwerk kommt, können wir unser Deck einer Karte durchsuchen und in den Friedhof werfen. Not that bad. Rakdos Headliner ist einfach ein Artwork, was ich weird finde. 2 Mana, 3-3 Eile mit Echo. Wir müssen eine Handkarte abwerfen, wenn wir den behalten wollen. Bedalken Infiltrator. 2 Mana, 1-3 kann nicht geblockt werden. Kriegt plus 1-0, solange wir 3 oder mehr Artefakte haben. Spannende Karte. Seal of Removal, 1 Mana Enchantment, wir können das Ding opfern, um eine Kreatur zu dir anzugeben. Das ist ein Reprint, der seitdem im Modern überhaupt erst legal ist. Fractured Sanity, 2 blaue Mana, ein Spieler an so Wahl mild 14 Karten oder wir cyclen die Karte für 2 Mana, ziehen eine Karte und Spieler mild 4 Karten. Mill. Ja, spannend. Dann haben wir Capricorn, das ist eine Ziege. 4 Mana, 2-2, Flash, Wachsamkeit mit Divor-Artefakt. Sobald der ins Spiel kommt, kann man den Libyans den Artefakten opfern, der kriegt plus 1-1 Marken. Es ist einfach eine Ziege. Es ist eine Ziege. Was ist. Das kann nichts Falsches sein, wenn da eine Ziege drauf ist. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Sind wir. Sehr, sehr gut. Nächstes, Draft Booster. Ich bin nach dem ganzen Collector Booster geöffnet echt nicht mehr gewohnt, Draft Booster zu öffnen. Oder Set Booster. Das muss ich, glaube ich, nochmal machen. Dann haben wir ein Gargadon, 7 Mana, 7-5 mit Suspend und Trampel. Echo Ring Return, wir bringen eine Kreatur und alle mit demselben Namen zurück auf die Hand. Sehr, sehr cool, dass sie das Echo wiedergebracht haben. Flourishing Strike, 2 Mana, wir kriegen 5 Schaden einer Kreatur mit Fliegen zu oder kriegen eine Kreatur plus 3 plus 3 mit Entwein, heißt Rankenverstrebung, Rankenverknüpfung, glaube ich. Sehr lustig. Revolutionist, 6 Mana, 3-3, mit Madness für 4 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir Instant Sources und Friedhof zu die Hand. Not bad. Burdened Aerialist, 3 Mana, 3-1. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir Treasure. Wenn wir Treasure opfern, kriegt er fliegend. Okay. Landscape Coloss, Goat Beast, 6 Mana, 4-6 mit Basic Land Cycling. Und wenn er ins Spiel kommt, können wir eine Karte aus dem gegnerischen Friedhof unter sein Deck legen. Auch nicht so verkehrt. Foundry Helix, 3 Mana zusätzliche Kosten, opfern wir ein permanentes, fügt 4 Schaden zu, und wenn man permanentes geopfert hat, wenn es ein Artefakt war, kriegen wir 4 Leben. Verstehe ich nicht, die Karte. Also ich verstehe, was sie tut, aber ist nicht so gut. Parcelmür, ich liebe ja Mürs, dementsprechend ist Parcelmür auch einer meiner Lieblingsmürs. 2 Mana, 2-1, für 2 Mana können wir opfern, eine Karte ziehen. Sehr cool. Die Harder Ploy, 3 Mana Instant, wir ziehen 2 Karten, werfen deine Karte ab, kriegen Leben in Höhe der Karten, die wir discardet haben. Ach, in diesem Zug. Jumpstart. Was? Wie kann man das im Friedhof casten, indem man natürlich kostet eine Handkarte abgibt? Okay, spannend. Dann haben wir nochmal so eine Bridge, das ist rot. Weiße Artefaktland. Steel Dromedary, 3 Mana 2-2, kommt mit 2 plus 1 plus 1 Marken drauf. Enttappt nicht, wenn es eine plus 1 plus 1 Marke hat. Zu Beginn des Upkeeps moven wir eine plus 1 plus 1 Marke von dem Ding weg. Habe ich vorher noch nie gesehen in meinem Leben. Habe ich noch nie gesehen. Abiding Grace, 3 Mana Enchantment, zumindest ab Endsteps, kriegen wir entweder ein Leben oder wir bringen eine Kreatur mit Mana-Kost von 1 oder weniger ins Spielfeld zurück. Was? Habe ich noch nie gesehen, die Karte. Habe ich noch nie gesehen. Captain Ripley, Venance, 3 Mana 3-2. Immer wenn wir den dritten Zauber spielen, legen wir eine 1 Marke auf den und fügen Schaden auf irgendeinem Target zu. Sehr cool. Und Extruder, 4 Mana 4-3 mit Echo 4 und Opfer und Artefakt für ein plus 1 Marke. Okay. Unsere Rare ist Suspend. Für ein blaues Mana exilen wir eine Kreatur mit 2 Countern drauf und wenn sie keinen Suspend hat, kriegt sie Suspend. Ich glaube, die wird ganz cool mit den neuen, wie heißen sie? Doctor Who Sachen. Mal gucken.
Dann noch ein 4-4 rot-weißen Golem. Was ich halt ganz gerne hätte an Modern Horizons 2 Karten, wäre halt irgendwie so ein Fetchland, wäre halt noch so ein Ragavan, dass irgendwie die Kosten drin sind, weil bisher haben wir jetzt zwei der weakeren Rares gezogen. Arcbound Tracker, 3-Mana, 0-0, Modular 2 mit Menace. Immer wenn Spells erste Runde casten, nehmen wir +1/+1 Mark auf den. Worldly Weirer, 5-Mana, eine Kreatur kriegt -4/-4 mit Basic Land Cycling. Crack Open, 3-Mana wird zerstört, Artefakte Verzauberung kriegen Treasure Token. Viashino Lashclaw, 2-Mana, 2-2, tappen, wir werfen eine Karte ab, Kreaturen kriegen eine bis zum Ende des Zuges. Tragic Fall, 2-Mana, eine Kreatur kriegt -3/-3 mit Hellband. Das ist die letzte Karte, die wir aus unserer Hand spielen, -13/-13. Erinnere mich so ein bisschen an den Tragic Slip. Dementsprechend nicht so bad. Affinität zu Artefakten ist immer sehr, sehr cool. 6-Mana, 3-4. Und wenn er ins Spielfeld kommt, wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, enttappen wir den. Gar nicht mal so bad. Warum wird er eigentlich so wenig gespielt? 6-Mana, 3-4 ist eigentlich ziemlich gut. Late to Dinner mit einem sehr, sehr weirden Artwork. 4-Mana Source, wie wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Spiel, kreieren einen Food Token. Chrome Courier, 3-Mana 1-1, fliegend ein Topter. Und wenn er ins Spiel bekommt, zeigen wir die obersten zwei Karten des Decks vor, nehmen einen davon auf die Hand und die anderen Friedhof. Wenn es eine Artefaktkarte war, dann kriegen wir 3 Leben. Cyberblast Bridge, das ist die gute Bridge, die rot-blaue, die auch gespielt wird. Blossom Calm, 1-Mana, eine Kreatur kriegt Hexproof, du kriegst Hexproof bis zum Ende des Zuges und 2 Leben mit Rebound. Okay, spannend. Foundation Breaker, 4-Mana, 2-2, wenn ihr das Spiel willkommen, zerstören mit Artefakt und Verzauberung mit Evoke 2-Mana. Wird tatsächlich auch im Legacy gespielt, sehr, sehr cool. Prophetic Titan, 6-Mana, 4-4 mit Delirium. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eins aus. Wenn er 4 oder mehr Karten von unterschiedlichen Typen im Friedhof sind, suchen wir uns beides aus. Der fügt 4 Schaden an irgendeinem Target zu, oder wir gucken uns ein bisschen 4 Karten an, nehmen einen davon auf die Hand und den Rest unter Stack. Upheaval ist unsere Throwback-Karte. 6-Mana Sorcery, wir bringen alle permanente Züge auf der Hand des Besitzers, gebannt im Commander, deshalb nichts wert. Und mega! Ein Ragavan, Nimble Pilferer, 1-Mana 2-1, fügt deren Spielerschaden zu, kriegen wir einen Treasure Token, exilen die oberste Karte des Gags des Gegners und können die bis zum Ende des Zuges spielen mit 2-Mana Dash. Hammer! Pack bezahlt. Easy. Geil. Mega. Und wir haben noch einen Diamond Line in Foil, der ist leider nicht so viel wert. 2-Mana 2-2, tappen, opfere deine Hand, opfere den Löwen, kriegt 3-Mana. Aber 3 Rares in einem Booster. Deswegen mache ich Draft Booster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt mich abonnieren. Ihr könnt beim LipLab 1 vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung habt ihr auf jeden Fall alle möglichen Sachen. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. Yes. Geil.